Das wollen wir ja sehen. Ich habe gespeichert. Hast du das gehört? Ja, weil wahrscheinlich sagen, oh, ich höre nichts. Das ist es eben. Oh Gott. Okay. Also, auf der... oh Gott. Gut. Auf der arabischen Halbinsel wurde der Kompass wahrscheinlich nicht erfunden, da die arabischen Seeleute und die um die Jahrtausendwende über gute astronomische Kenntnisse verfügten und dank der gleichmäßigen Winde in ihrer Weltregion gut navigieren konnten. Im arabischen Raum lässt sich der nasse Kompass etwa 100 Jahre nach Alexander Neckhams Erwähnung nachweisen. Das ist der englische Gelehrte, okay. Ich habe das wegen den Wikingern gefunden. 1932 veröffentlichte Edmund Oskar von Lippmann, sehr schöner Name, sehr sexy, eine Studie, in der er versuchte, die angebliche Überlegenheit der nordischen Rasse zu beweisen, indem er Argumente für eine hypothetische, unabhängige Erfindung des Kompasses in Europa beizubringen suchte, ohne auf alle anderen früheren Untersuchungen einzugehen. Diese falsche Theorie wird heute teilweise immer noch vertreten. Oh, mega interessant. Ah, geil. Ja, so einer. Ah, piep. Warte mal, ich kann da. Er ist so ein. Genau. Ja, das ist jetzt ja meistens. Aber mich wundert, dass die Wikinger aber dann trotzdem mit den Arabern, also dass die, wenn die keinen Kompass gehabt haben oder nicht diesen Special Ding gehabt haben, dass sie es dann geschafft haben, bis zu den Arabern zu kommen und mit denen Handel zu treiben. Das finde ich mega interessant. Habe ich Thomas Edison gehört? Oh, okay, machen wir hier mal weiter. So, also ich höre nichts, ich höre nur das Geschwafel eines alten Mannes. Nee, ich höre nichts. Ich höre nichts als den Wind. Ganz genau, nichts. Ja. Es heißt, man konnte die Zuschauer bis hierher hören. Ihr Durst war nicht zu stillen. Welcher Durst? Nach Kämpfen in der Arena natürlich. Leben und Tod in ihrer reinsten Form. Liebe, Hass, Ruhm und Ruin. Alles zur Erbauung des Publikums. Mein Name ist Skura. Cassandra, ich habe von diesem Ort gelesen. Und von dir. Es war ein Aufruf an Kämpfer aus der ganzen griechischen Welt. Diese Mauern beben nicht mehr, weil es keine echten Helden der Arena mehr gibt. Die Zuschauer wollen keine wahren Krieger mehr sehen. Sie wollen nur Blut. Aber du, Söldnerin, könntest das ändern. Du könntest sie umstimmen und unermessliche Reichtümer gewinnen, versteht sich. Wenn du hier kämpfst und gewinnst. Heute nicht. ja, das ist halt immer so das Problem mit den Arenen und Protonspiele und so weiter. Irgendwann gewöhnen sich die Menschen an alles und dann wollen sie immer mehr. Dieser Vogel, ne? Okay, warte. Sternkarte konnten die doch alle, oder? Ja. Aber ich weiß halt nicht, ob er die Sternkarte gereicht hat für die. Aber naja, wenn die keinen Kompass hatten, dann mussten sie es halt mit Stern machen. Aber ich meine, der Nachthimmel in arabischen Raum ist ja total anders als jetzt an der Nordsee zum Beispiel. Aber naja, irgendwie haben sie es ja geschafft. Gut, ich kämpfe. Vielleicht kann ich diese Arena wieder zum Beben bringen. Gut. Boss, wir brauchen Boss. Was geht, Alter? Entschuldigung. Wer sind die anderen Kämpfer? Als neue Herausforderin kannst du dir einen Gegner aussuchen. Hier gibt es keine Sklaven oder Verbrecher.
Nur Krieger, die entschlossen sind, Blut für die Menge zu vergießen. Verstehe. Es gibt 5 amtierende Sieger. Einer blutrünstiger und skrupelloser als der andere. Du musst sie alle besiegen, um dich Heldin der Arena nennen zu dürfen. Nichts leichter als das, sagt Piggly und verdammt. Kann ich gleich gegen den Kosmos-Typen kämpfen? Wahrscheinlich nicht, das ist wahrscheinlich der Endgegner. Erzähl mir mehr über die Arena. Es gibt sie schon seit Jahrzehnten, aber sie hat sich verändert. Wie die meisten Dinge. Ach, den Kämpfern heutzutage geht es nur um Drachmen, nicht um Ehre. Und das Publikum will nur noch sehen, wie sich die Krieger gegenseitig ausweiden. Sie sind abgestumpft. Sie wollen mehr als nur den Tod sehen. Sie wollen Grausamkeit. Das werde ich nicht machen. Ich werde fair sein und alle töten. Ich bin für alles bereit. Nein, sag doch sowas nicht. Wähle deinen Gegner. Wähle deinen Gegner. Tralalala. 50? Entschuldigt mich. LOL. Okay, ich kämpfe gegen Claudius, den König der Banditen. Ich kämpfe gegen Belos, die Bestie von Sparta. Das ist der Kosmos-Typ, ne? Ja, fangen wir mit 1 an. Ich meine. Ja, und zwar den König der Banditen. So, dann schauen wir mal. Ich habe hier gespeichert. Noch mehr? Okay. Welle 2. Da musst du aber für aufstehen. Ja, jetzt. Oh, ich will dir gegen diese widerlichen Spinnendinger oder. Nein, mach doch Kuh. Mach doch eine Kuh. LOL. Ah, ich hasse es, wenn sie die 3 nicht macht. I hate it. Warte, gleich mache ich R und dann werden sie staunen. Na, doch nicht. Gut. Das war daneben. Schnauze! Hier spiele ich. Oh, ich brauche Bürstenbomben. Was bin ich? Ein Festmahl für die? Was? Habe ich nicht gehört. Ich nicht. Jetzt wirst du untergehen, Zöldling! Aber warum denn? Oh, nice, schön. Mach dich fertig! Okay. Ja. Der ist cool. Ich mag den. Ich will den nicht töten.
Ja, coole Angriffe. Und bada boom. Nein, mach doch Kuh. Ich habe aber immer noch ziemlich viel Leben, ne? Also die Rauch- und die Rauchwolke ist cool. Oh yeah. Ja, aber cool. Ja, ja. Easy. Ja, okay, aber das war ja auch der Level 22er, ne? Du musst dich gut geschlagen haben. Danke. Hast du es nicht gesehen? Ich habe seit Jahren keinen Kampf mehr gesehen. Aber wenn die Menge so jubelt, hab ich vielleicht meine Heldin gefunden. Wieso? Natürlich jubeln sie. Ich brauch keinen Jubel. So, Mach doch, ich hab gespeichert. Das Curry Face passt wirklich so gut. Ja, stimmt. So. Gut, dann natürlich jubeln sie. Ich brauche keinen Jubel. Ja, ich sag mal die Nummer 2, also was. Ich bin nicht wegen der Zuschauer in der Arena. Ich bin immer noch eine Söldnerin. Ja, doch es geht sicher nicht spurlos an dir vorbei, wenn die Menge deinen Namen ruft. Skura. Meon? Ah, Söldnerin. Ich wusste es gleich, als ich dich zum ersten Mal sah. Du könntest heldenhaft in der Arena sein, wie Skura. Wenn du weiter so kämpfst, sage ich eine lange und profitable Karriere voraus. Für uns beide. Rede mit Skura, wenn du für den nächsten Kampf bereit bist. Ja, der steht neben dir. So, Skura ist ein guter. Warte, ich will mal kurz schauen. Wir haben ja was bekommen, ne? Wow. Scheiße. Die ist richtig gut. Nein! Wieso habe ich so eine bekommen? Alter. Attentatschaden 12 gegen 11 ist nicht so 20 zu 15. Ja, minus 100% Abklickzeit für Heldenschlag. Aber 137, ja komm, muss sein. 137 mehr Rüstung ist halt schon was, ne? Es ist halt schon was. So, dann will ich aber die alte Kluft weiter behalten. ja, das habe ich gerade getan, sag mal. So. Dann hauen wir mal die Bestie von Sparta. Schieße Belos auf wie ein wildes Tier. Okay. Anti-Aggressionstherapie. Wollt ihr die Besten? Ich fragte, wollt ihr die Besten? Wollt ihr die Besten? Noch mehr? Das macht man nicht. Man tritt keine Frau in den Hintern. Man tritt allgemein niemand in den Hintern. Aber
da ich gerade eine Frau spiele. Oh! Ach, schade. Wieso hat er nicht gebrannt? Oh. Ah, ah, Hilfe! Schrei mich nicht an! Das ist unfreundlich. Autsch! Aua! Okay, das war krass. Noch ein bisschen heilen. Ist gut für die Gesundheit. Es tut mir leid. Der macht fast einen Spagat. Sehr schön. Ah, das ist voll schwer, die in dieses Spinning Wheel da reinzuschubsen. So, der ist jetzt tot. Der ist jetzt tot. Und der ist jetzt tot. Gute Nacht. Der wehrt sich ja noch. Au! Zeit mehr. Guten Tag. Wow. Oh, ich dachte gerade, ich würde. Oh, krass. Den habe ich jetzt sogar getötet. Das ist ja mal. Autsch. Ja, ich wollte eigentlich den daneben, aber. Jetzt reicht aber. So. Der ist dick. Oh, die sind alle dick. So, dann jogge ich mal ein bisschen hier rum. Ich will die alle wieder ein bisschen zusammenrocken. Und dann mal den da machen. Ich glaube, die sind ein bisschen zu weit auseinander. Aber. Oh nein, ich habe aus Versehen. Entschuldigung, nein. Anti-Aggressionstherapie, Leute. Die hat gerade schon wieder nicht. Ulti gemacht. Ulti, also er, meine ich. Entschuldigung. Autsch. Die treten mich. Und das finde ich nicht in Ordnung. So, nochmal heilen und jetzt mache ich dich fertig. Ciao. Gut, dann komm runter. Der ist hinter mir. Dam da dam dam da dam 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 da dam dam. Wahrscheinlich macht sie nicht das, was ich sage, weil ich nicht das drücke, was richtig ist. Na gut, sie hat alles richtig gemacht. Weg da, weg da. Okay, der ist ein bisschen aggressiv. Meine Güte. Leg dich mal hin. Ja, ich hätte angreifen können. Bist du einen Tritt in den Arsch? So.
Au. Der tut weh. Der macht Aua. Aber ist spannend. Also für mich. So, dann. Dafür hast du mir aber schon ziemlich viele Schmerzen zubereitet. Wie wär's mit einem R-Pfeil? Bam. Aua. Ich stritte dich. Oder ich bleibe einfach stehen, das geht ja auch. Ich stritte dich in das Feuer. Oder auch nicht. Muss ja auch nicht. Ja, wohin? Amazonenmontur. Da bin ich mal gespannt. Kultist besiegt. Yeah. Wozu brauchst du R? Das ist dieser Splash Arrow. Also der verbraucht, glaube ich, 3 Adrenalin. Deine Waffe, Söldnerin. Der Speer. Er erinnert mich an alte Zeiten. An die Perser. Dieser Speer hat viele Perser getötet. So wie ich. Auf dem Schlachtfeld und in der Arena. Du hast in den Perserkriegen gekämpft? Hab ich. Wie ist das gewesen? Hart. Die Perser waren eindrucksvolle Gegner. Sie waren in der Überzahl. Sie hatten Krieger aus zahllosen eroberten Ländern in ihren Reihen. Die griechische Welt musste sich vereinen, um sie zurückzuschlagen. Sonst hätten wir unweigerlich verloren. Eine vereinte griechische Welt. Das ist heute nur ein Traum. Allerdings. Aber aus dem Krieg zurückzukehren war schwerer als der Krieg an sich. Für Mehan und mich erwies sich das alltägliche Leben als schwierig. Vorher ging es jeden Moment um Leben und Tod. In der Arena fanden wir dazu zurück. Wie war es zu deiner Zeit in der Arena? Es war ein Ort der Ehre und des Heldenmuts. Ich habe viele Jahre in Blut gebadet. Aber das waren andere Zeiten. Und ich war ein anderer Mann. Mann, die schreit da hinten die ganze Zeit rum. Wie genau bist du zum Helden der Arena geworden? Was hast du getan? Ich habe überlebt. Ich muss jetzt gehen. Du hast dich in der Arena als wahre Kämpferin erwiesen. Weiter so. Danke. Die anderen sind, glaube ich, jetzt zu hoch, ne? Wähle deinen Gegner. 36. Den könnte ich noch versuchen. 36, ja, nee. Ich will jetzt nicht kämpfen. Wie du willst, Söldnerin. So, mal schauen. Also. Kriegerschaden und Gesundheit. 5% angerichteter Schaden als Gesundheitsbonus. Amazonen. Ja, war ja klar. 5% des angerichteten Schaden als Gesundheitsbonus ist halt. Das ist schon richtig nice. Aber Kriegerschaden brauchen wir nicht. Da fällt die. Wie die gelacht hat. Da fällt die Entscheidung nicht schwer. Gut. Dann. Entschuldigung. Das ist echt sehr. Könnt ihr nicht irgendwie ein Geländer hinbauen? Hm. Wenn wir jetzt schon auf Pevki sind, können wir ja auch ein bisschen rumrennen und Umgebungen erkunden. Ja, das hatte ich auch vor.
Weil vor allen Dingen ja da hinten ist ja so eine coole Stadt, ne? Und da war auch ein goldenes Ausrufezeichen und wir haben hier auch so ein Botending angenommen. Achso, apropos Boten. Botending. Pefki, Brüder und Banditen. Ein Schmied der unbekannter Abstammung beharrte, seine Brüder werden als Soldaten an der Front und bräuchte eine Klinge. Genau. Das ist auf Zeit. Krass. Da hinten ist es. Okay.